Ich habe nur mal geguckt, wie lang das ungefähr ist, und es sind 4 Welten, also hat man ein bisschen was zu tun. Ja, das stimmt, ein Beutellachs, den er selber erschaffen hat. Ich hoffe, das passt so. Mein Setting ist halt wieder komplett anders. Und man wird jetzt wieder in dem Ding hier alles hören, weil das Programm keine Schwellenkacke hat, aber naja, ist egal. Also es ist jetzt Live-Ton vom Fernseher in dem Mikro, damit ich wirklich höre, was ich mache. Ihr könnt mir gerne sagen, ob es furchtbar ist oder nicht. Für 100% gibt es ein extra Ending. Das ist für Spyro ist das in Ordnung. Das finde ich gut. Glaube ich. Noch. Das ist jedenfalls unser Antagonist Red. Über den habe ich gelesen. Bisschen langweiliger Name, wenn wir mal ehrlich sind. Ne? Wir nennen ihn einfach mal Rot. Er ist rot. So ein bisschen so, als würde man Spyro Purple nennen. Aber ich denke mal schon, aber wenn Koi das schon sagt, ist das auch wieder so ein. Nein. Warum weiß er das? Das sind Edelsteine, die dunkel sind. Also spätestens jetzt solltet ihr das hier hören. Trina. Aufgabenliste. Geld sagt Besuch. Nein. Muss man. Hab ich kein. Muss man. Gleiten? Gleiten? Das ist Huppeln. Wo ist Gleiten? Und warum ist. Ne, das war glaube ich immer so. Aber warum kann ich. Es fühlt sich leicht schwammig an, aber. Die haben die Edelsteinwährung geändert, kann das sein? Schafe sind Futter, keine Freunde. Warum siehst du aus wie Pooh der Bär? What the fuck? Ja, das ist. Also, ich weiß nicht, ob es besser funktionieren würde auf einer höheren Grafik, aber mit dem alten Aufnahmeverfahren ist es halt nicht mehr ganz so hübsch anzusehen. Was mir leid tut. Aber so ist das halt. Damit werden wir leben. Warum ist das Schaf schwarz? Ist das ein böses Schaf? Doppelsprung? Okay, Doppelsprung. Also, dass ich nicht gleiten kann, macht mich mehr kirre als das Fehlen des Doppelsprungs. Das Rennen der Trilogie. Findest du? Ich hatte damit jetzt nicht so viele Probleme. Hallo, ey. Töpfe. Also ich hatte damit kein Problem. Also auf den Turbo-Pads vielleicht hatte ich Probleme, aber sonst.
What? Ich bin kein Freund von neuem Geld, aber Geld ist Geld. Also geh und kauf dir einen Dietrich. Guter Dialog, yeah. Ach so, die Trilogie. Ach so, okay. Verstehe. Das ist natürlich was anderes. Hippeldi, hoppeldi, hoppeldi. Ah. Das ist eine verschlossene Tür? Nein. Das ist eine verschlossene Tür. Okay. Kleine schwarze Löcher. Also ich bin noch so ein bisschen hin und her am Regulieren, aber... Deine Flügel sind ganz schön hell, meine Güte. Holy shit, hätte man nicht ein bisschen... Oh, wow, meine Augen. Schon sagen, warum klingst du so merkwürdig fasziniert von dem Ding? Oh mein Gott. Ich glaube, der Hall war tatsächlich vom Spiel. Ich behaupte einfach mal, dass ich unschuldig bin. Tatsächlich ja. Ich glaube, die in 1 waren alles Männer, ne? Die man gerettet hat. Hey, warum macht ihr das nicht? Aber ja, das halt tatsächlich, weil sie Höhlenfeeling abgeben. Ich bin alt und habe eigentlich keinen Bock dafür. Oh boah Gott, keine Lore, um Gottes Willen. Für einen Doppelsprung X und dann nochmal X drücken, also habe ich jetzt den Doppelsprung nebenbei gelernt oder wie? Während du in der Luft bist, für einen Hornsprung musst du nach dem Doppelsprung Kreis drücken. Naja, ich habe mal eben den Doppelsprung gelernt. Okay. Okay, aber was ist, wenn ich jetzt zurückgehe und den anderen erst kaputt machen? Gesäppt die Bibel, Barbe de Boobt. Achso, ich komme gar nicht mehr zurück. Das erklärt einiges. Na gut, fein. Hippity hoppity, ich bin ein kleines hoppity Ding da. Immerhin kann er jetzt leiten.
Will ich mit dir reden? Will ich das wirklich? Hey Spyro, weißt du, dass du mit dem Doppelsprung weiter gleiten kannst? Ja. Also Doppelsprung und Gleiten. Wenn du ein Einheit bist, öffne ich die Tür für dich. Warum öffnest du die Tür nicht einfach für mich so? Der kennt alle meine Moves, ne, bevor ich sie mache. In der Ich-Perspektive siehst du Dinge, die du in der Du-Perspektive nicht siehst. Ja. Genau, so eine Rüstung kann ich durch eine... Wir sind so stark. Du musst mit einem Flammenatem besiegen. Ja, wow. Schwerer Kampf, aber ganz knapp gewonnen. Hupa. Hupa und La. Ja. Merke, ich muss den Doppelsprung definitiv ausführen, sonst kein Doppelsprung. Ja, alte Technik. Was ist mit dem Bild denn so kaputt? Achso, ja, ja, das ist die alte Technik. Alles so PS... Also alles, was nicht über HDMI läuft, ist halt alt und nicht mehr wirklich hübsch und sexy. Aber das sieht auf meinem Bildschirm auch nicht besser aus. Ne, ganz so schlimm ist es noch nicht geworden, dass ich mit einer Kamera auf meinem Bildschirm drauf ziehe. Also was ich mich frage ist, vielleicht sollte ich es auch mal irgendwann ausprobieren, ist, ob es sich lohnen würde, so ein... Also ich kann es auch ausmachen, aber das ist das, was ich mir gerade überlege, ob es irgendwann mal sinnvoll wäre, das zumindest zu versuchen, ob der wiederum mit dem... Ob das wiederum mit dem Spiel funktioniert, weiß ich nicht, aber... Beziehungsweise mit dem anderen, besseren Grabber, aber es wäre zumindest ein Versuch wert. Aber es ist interessant, dass ihr das jetzt sagt, nicht bei Kia, weil bei Kia war es genau dasselbe. Komplett selbe Aufnahmeverfahren. Ah, er ist männlich. Ja, yeah, das heißt aber, er hat nur diese Nupsis, ne? Er ist richtig männlich. Na, vielleicht besorge ich mal einen. Beim Dingens hat es funktioniert bei meiner Familie mit dem VHS-Rekorder. Vielleicht macht sie auch einen kleinen Unterschied zumindest. Wäre ja auch nicht verkehrt. So ist ja nicht. Da hast du dein Drachenei. Hey, guck dir mal, Spyro. Du hast das Drachenei gefunden. Der war zu auf. Irgendwer sucht vielleicht danach. Oh, und jetzt zur Tür. Das weiß ich allerdings nicht. Das ist auch tatsächlich von Spiel zu Spiel unterschiedlich. Als wir mal Jade Cocoon gemacht haben. Da war es schon auf dem Fernseher furchtbar. Für mich. Also auf dem Fernseher hier geht's gerade. Da habe ich tatsächlich Kopfschmerzen von gekriegt. Also ich kann es mal probieren. Die Tage mal einen besorgen. Oder, andere Variante, wir nehmen nie wieder von der PS2 auf. Weil der Ton nicht... Ich wollte schon sagen...
Oh, ich muss sich mir. Ich dachte, wir kaufen einen Dietrich und haben einen Dietrich für immer. Ja, es ist ja. Also, wenn ich das versuche, upsa, mit so einem Upgrade, dann ist es ja tatsächlich prinzipiell für alle Spiele, die noch kommen werden, weil es ist ja für PS2-Spiele alle so. Ja, das wäre so die andere Problematik, ne? Gut, beim Ton kann ich auch umswitchen. Das ist nicht das Problem, wenn euch der Ton stört, weil der Ton kommt tatsächlich vom Fernseher jetzt. So ähnlich wie mit Spider-Man. Ich kann ihn auch vom Grabber aufnehmen lassen, das funktioniert. Dann ist halt für mich alles wieder 3 Sekunden verschoben, aber das ist nicht. Das soll nicht mein Problem sein. Warte mal. Brauche ich nur dich hier, das hier. Dann muss ich noch das hier umstellen wieder. Und jetzt könnt ihr mir sagen, ob der Ton euch besser gefällt, aber mehr kann ich daran dann auch nicht ändern. Achso, ich sollte vielleicht auch wieder den Chat aufmachen. Der Audio-Hasser Koi ist wieder so wie ich. Scheiß auf den Ton. Dies ist ein Aktivierungsfeld für meine neueste Erfindung, das Balldingens. Damit es funktioniert, musst du 8 Energiesterne sammeln. Energiesterne? Davon habe ich noch nie gehört. Oh, und wie sieht's mit roten Münzen aus? Nein? Herzteile? Goldmünzen? Ich weiß nicht mehr weiter, Spyro. Was musst du denn sammeln? Weiß nicht. Lichtedelsteine? Fein, du brauchst 8 Lichtedelsteine. Wie dem auch sei, fort mit dir. Ich öffne die Tür zur Brutstation. Sobald Wow. du die Lichtedelsteine hast, näherst du dich dem Feld und das Balldingens wird automatisch aktiviert. Aber eine schöne Referenz an Mario, Zelda. Ich finde die Stimme jetzt nicht mega, mega furchtbar. Ich wollte schon sagen, ist mein Spiel stecken geblieben. Halt die! Auf der Stelle! Hey, was ist denn hier los? Schon wieder diese Diebe. Gerade haben sie das letzte meiner Dracheneier gestohlen. Dracheneier? Ach ja, ich habe eins gefunden. Vielleicht finde ich ja alle Dracheneier für dich. Ich muss sowieso noch die Welt retten. Tja, nach meiner letzten Zählung waren es 80. 10 Eier pro Satz. 80. Wenn du ganze Sätze findest, wirst du dafür bestimmt belohnt. Nicht mein Fernseher hat schlechter Ton, sondern der Ton vom Fernseher gefiltert durchs Mikro und dann. Das jetzt allerdings ist der alte Grabber, der das aufnimmt. Aber schön, dass alles scheiße für dich ist. Das ist auch in Ordnung. Ist das für immer aktiv? Das liegt dann allerdings an dir, weil ich konnte meinen hören im Test. Aber davon mal ab, es ist ja, da hätte ich den halt lauter drehen müssen tatsächlich. Weil Hexe sagte, kann sie hören, Coil sagte, kann sie hören, du sagst, kannst du nicht hören. Ist für eine bestimmte Zeit sehr nützlich, also verstehe. Yay. Wie ist das Ei da drin gelandet?
Will ich das wissen? Eigentlich ja, aber nein. Gut, das ist offen. Jetzt können wir ihren Kristall da kaputt machen. Frieden. Nimm nicht diese Brücke über den Sumpf, Spyro. Sonst sehe ich dich vielleicht nie wieder. Da klingt sie wenigstens ein bisschen netter. So minimal über Spyro besorgt, aber gut. Bloß über die Brücke. Schnell weg von ihr. Aber wenn dieses Power-Up nur eine bestimmte Zeit gilt, dann muss ich doch davon ausgehen, dass es entweder unendlich viele Edelsteine theoretisch gibt. Ich brauche schon wieder so einen Schlüssel. Oder man die irgendwo farmen kann oder so, weil sonst gehen sie mir ja irgendwann aus, in der Theorie. Also das Mehr-Dietrich-Ding-Schlüsselkette, ja. Ich merke das schon. Das ist ein gutes Feature. Also das für 5000. Ja, gut. Ja. Macht jedenfalls Sinn. Upsa. Und wieder zurück. Yay. Yeah. Hippeldi, hoppeldi. Also kann man ernsthaft Edelsteine farmen. Das ist so anti-Spyro. Das finde ich ja nicht gut, ne? Ist ja wirklich so, wenn man an Spyro denkt, denkt man eher, ich gehe in ein Level rein, dann sammle ich da alle Edelsteine. Und das ist dann voll gut und so. Keine Geduld für sowas. Sollte Geduld für sowas haben. Ja, doch. Ja. Ja, hattest du geschrieben, lag nur an Gras bzw. zu vielen Hühnern. Ich beglückwünsche dich dafür. Der Krokofies-Sumpf. Ich habe noch kein Krokodil gesehen, aber dafür ein paar Ranken. Hallo. Was gibt's, Geldsack? Spyro, das ist ein Ferneinkaufs. Wow. Du kaufst die Dinge zum gleichen Preis wie im Hauptland. Zuzüglich Versand, Entfernungszuschlag und Teleportersteuer. Mit anderen Worten, es ist Diebstahl. Fröhliches Einkaufen. Schau dich ruhig um. Spyro. Aua, es ist ein ernstes Diebstahl. Was ein fieser Bär mal wieder. Oh.
Ja, Moment, das Teleport-Ticket bringt mich in seinen Laden. Kostet mich 100. Ob ich jetzt das mache oder nicht, ist das doch noch egal. Also zumindest jetzt gerade noch. Ups. Ich meine, Diebstahl ist es so... Oh, da liegen noch Edelscheine. Ne, der Typ verkauft es teurer. So ein Hallo? Doppelsprung? So ein Dietrich hat 500 gekostet. Hier kostet er auf einmal 625. Er raubt mich aus. Au, au. Wow. Könnte ich bitte so eine Buschrotte erledigen? Danke. Also der Gedanke mit dem Kaufen gefällt mir immer noch nicht, aber abgesehen davon, naja gut. Das erinnert mich so ein bisschen an Croc 2. Da war das auch so ein bisschen so. Ah ja, Tatsache, die respawnen einfach. Ein Ei. Touché, touché, ja. War das alles hier? Alles, wo ich rankomme zumindest? Ich glaube, ja. Wand. War eine Wand zum Kaputtmachen da? Naja, egal, Wand. Mit dem super Angriff-Dingens kannst du mit mehr Kraft und Tempo auf etwas losgehen. Das ist ganz praktisch, um verstärkte Türen und stabile Truhen aufzubrechen. Du brauchst 40 Lichtedelsteine, um das Ding zu aktivieren. Wow. Ich hab nicht mal 8 für das komische Balldingens. Und er kommt mir um die Ecke mit 40. Schön, dass ich im Endgame dann wieder in Level 1, maximal Level 2 zurücklaufe, aber gut. Okay.
Es ist definitiv merkwürdiges Spyro, doch ja. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten will, aber machen wir erstmal weiter. Atem, okay, gut, fein. Los, du Spyro, wenn du Geld hast, bin ich gern bereit. Schau dich ruhig um, Spyro. Das Select-Menü, ja gut. Mach alles, tu alles, such einen Maulwurf. Fredneck! Gerade sagen, war das ein Ei oder zählte das als ein Edelstein oder was war das? Sag gut, ein Ei. Ich dachte, den Sprung schafft er so, aber nein, tut er nicht. Naja, immerhin, wenn sie schon eine größere Welt machen, ist es ganz nett, dass sie zumindest versuchen, es ein bisschen zu streamlinen dann auch, ne? Danke. Oh, pff. Das Spiel so, oh, er hat den Lichtkristall, dann können wir jetzt die anderen Fallen aktivieren. Joke's on you, ich habe Speedrunner-Blut. Nicht wahr? Eine etwas undurchdachte Stelle. Aber hey, ist ja egal. Der hat mir mit seinem Bumerang gedroht. Nicht nett. Sie erst benutzen, wenn ein alter Sack dir erzählt hat, wie es geht. Na gut. Ah, der Maulwurf. Danke, ja, für die Rettung, Spyro. Ich bin Blink, der Maulwurf.
Ein Maulwurf. Kennst du den Professor? Was? Glaubst du etwa, als Maulwurf muss ich jeden Maulwurf auf der Welt kennen? War nur ein Scherz. Der Professor ist mein Onkel. Er hat mir diese Handschuhe gemacht, damit ich unter der Erde Spezialfähigkeiten habe. Klar, ich wäre bestimmt ein toller Helfer. Aber da ist noch meine Frischluftphobie. Frischluftphobie? Genau. Ich habe tatsächlich Angst davor, nicht auf dem Untergrund gefangen zu sein. Ich weiß, das klingt komisch. Also wie wär's? Ich grabe ein Loch und schau mich mal um. Na klar, Minigame ahoi, ne? Dein Level darfst du für 100% zweimal machen? Warum? Und ich kann nicht beides gleichzeitig machen. Das ist natürlich unpraktisch. Oh mein Gott, okay, ich dachte, oh mein, für einen Moment habe ich jetzt gedacht, dass der mir jetzt ankommt mit und jetzt musst du alles nochmal von vorne machen. Oh mein Gott.
Wow, ein extra Halt dir den Kopf fest Knopf. Ja, ich glaube so. Wow. Richtig toll finde ich den Maulwurf auch nicht. Plus mir geht die Stimme auf den Sack. Plus kleiner Zusatz, der steuert sich unfassbar träge. Also, ich bin irgendwo, wo ich nicht hätte sein sollen, aber egal. Ab ins Wasser! Nö, mir geht's gut. Zugegeben, ich gucke auch in letzter Zeit sehr wenig Animes, also insofern. Ja. Wo ist hier der Verf- oder muss ich mich an den. Muss ich mich an der Wand festhalten? Naja, das könnte sein. Also ich kann es dir sagen, ich war das nicht. Wie auch immer. Gut gemacht. Yay. Ich habe ein Drachenei gefunden, aber ich will schnell weg aus der frischen Luft und noch was Besseres suchen. Soll ich versuchen, einen Lichtedelstein zu finden?
Sagen wir mal, die Freude ist gedämpft. Oh mein Gott, sind hier Oh Gott. Warum haben die sowas hier installiert und sich gesagt, ja, das ist eine gute Idee? Was zum... Oh Mann. Ach, und eine Karte darf ich mir auch nicht angucken. Man kann sich nicht mal eine Karte angucken hier unten. Hat ein Sau keinen Bock drauf. Oh mein Gott. Ja, ja, du, mit anderen Worten, du hast mich wieder eiskalt ins Messer laufen lassen. Juhu. Ich bereue alles. Ich sollte wirklich aufhören mit YouTube und dem ganzen Kram. Einfach nichts mehr in der Richtung machen. Einfach nur noch mein Leben genießen oder so. Ach, so oft wie ich schon dran war, einfach aufzuhören, doch, das lässt er, glaube ich, langsam echt gut zu. Gut, klar, dann mache ich nicht mehr solche Sachen wie... Komm, ich versuche mal bei Scheiß Crash 4 alles zu holen, aber... Gleichzeitig ist es dann so, hey... Kannst das Spiel spielen, kannst ganz viel YouTube gucken... Dann komme ich vielleicht auch da mal zu Animes zu gucken... Und ihr alle könnt dann Hexe mit solchen Spielen belagern. Hexe macht das schon. Das mag gut sein, aber die sind keine Maulwürfe. Oder andere schlechte Spiele. Aber gut, das ist jetzt ein ernstes, mach genau dasselbe Level nochmal neu, nur dass mehr Kristalle rumliegen. Aber im selben Gebiet ist doch auch völliger Mumpitz, ey. Das macht es nur noch schlimmer, dass das so dämlich ist. Und unspaßig. Ja, ist okay. Nikita guckt nicht zu, du guckst nicht zu, Koi ergötzt sich an meinem Leid, alles und alles wie immer. Ich sagte nur, ich höre demnächst einfach mit YouTube auf. Und dann darfst du solche Klassenspiele spielen. Dann bin ich da raus, dann können andere den Mist ausparken. Mehr habe ich eigentlich gar nicht gesagt. Nur gegen den Teil mit, da musst du es ausbaden, ne? Guckst du Nikitas zweitliebsten LPA Final Messenger 13 zu?
Alles kein Thema, gibt genug. Es gibt immer Ersatz. Ich habe tatsächlich beide Spiele nie gehabt übrigens. Eins hatte ich mir mal ausgeliehen von der Tante meiner Ex. Und zwar Phantom Hourglass. Das habe ich durchgespielt und das andere dann nicht mehr. Ich nehme das Kompliment übrigens dankend an, Hexe. Ah, das war ja... Aber genau das. Cool, ein Lichtedelstein. Hier unten ist zwar nichts mehr von Wert, aber mir ist jede Ausrede für einen unterirdischen Ausflug recht. Wow. Willst du es nochmal zum Spaß versuchen? Boah. Dass die überhaupt das Wort Spaß da gerade wagen einzubauen. Ach, Cole findet deine Adresse raus und dann kommen auf einmal so komische Pakete mit schlechten Spielen. Und du fragst dich dann nur, was zum Geier ist das? Nein, ich will nicht. Also ich will sowas von nicht. Spyro, mein Schatz, du musst so viel wie möglich lernen, damit deine Suche mein Schatz erfolgreich verläuft. Ich weiß nichts über Roth. Der Professor sagte, er käme aus der Vergangenheit. Wer ist er und was hat er angestellt? Oh, das ist eine lange Geschichte. Wie viel Zeit hast du, Schätzchen? Roth war Mitglied im Orden der Drachenältesten, bis er aus Neid und Macht hier unseren Anführer zu stürzen versuchte. Ich fürchte, mehr kann ich nicht sagen. Ist eigentlich streng vertraulich, weißt du. Aber bevor du gehst, bringe ich dir noch den Pfostenschwung bei. Spring zunächst auf den Pfosten, spring erneut, um zum nächsten Pfosten zu schwingen oder abzuspringen. Auf dem Pfosten kannst du die Richtung ändern, indem du dich in die andere Richtung drehst. Ich glaube, ja, das ist er. Redest du jetzt davon, dass der Pfostenschwung so kacke ist oder der Typ? Aha. Oh yeah, grandios. Der Pfostenschwung ist auch nicht so ganz toll, aber... Ich bin in seinem Bett gelandet. Yay. Dip, 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 dip. Oder so. Hauptsache unten. Wir jetzt genau bei 5. Spyro, wenn du Geld hast, bin ich gern bereit, deinen Ruf zu erleichtern. Na,
Obwohl, hier willst du mir mehr berappen, ne? Kann das sein? Schau dich ruhig um, Spyro. Ja. Also spätestens jetzt gebe ich dir recht, dass es sinnvoller gewesen wäre mit einem Ticket, weil das ist dann echter Wucher. Dem fällt mir nur gerade so auf, aber der Maulwurf verschießt Laserstrahlen. Hitze-Laserstrahlen und die sind deutlich schwächer als ein bisschen Feuer von dem Drachen. Also wow. Na, für einen Moment habe ich gedacht, da ist ein Mini Spyro zum Einsammeln, dabei war ich das. Auch schön. Hi Frosch. Nö, danke, Fremder. Was immer du verkaufst, ich kauf's nicht. Wenn du aber Probleme mit dem alten sinkenden Kram hast, weck ich eine der großen Seerosen für dich. Nun ja, vielleicht kannst du mir helfen. Diese dämlichen Dumpfbiester rennen immer mit meinem Essen weg. Hat seit fast einer Woche nichts mehr gefuttert. Ich würde ja gerne helfen, aber ich. Gib dir auch eine Belohnung, wenn du die Biester von meinem Land jagst. Hab noch diese alten Kanonen aus dem Krieg, die kannst du benutzen. Wollt's ja selber machen, aber der Geruch vom Schießpulver. Okay. Whatever. Minispieltime. Das war damals echt in, ne? Das linke da heißt die erste Welle oder was sollen wir diese Leiste da sagen? Bitte sag mir nur zweimal. Jetzt gibt es eine Belohnung. Schützenfest, Drachenjunge. Hier hast du die Belohnung. Ein Drachenei. Würd's ja gern selbst mampfen, aber die verflixte Schale ist hart wie Stein. Irgendwie nicht die schlauste Idee, vor einem Drachen zu sagen, ich würde dein Ei gerne essen. Vielleicht trickst du ja einen Lichtedelstein. Vielleicht. Tja, ich wurde auch noch nie angebaggert. Oh wow.
Aber ich glaube, im Gegensatz zu dir würde ich mich drüber freuen, wenn ich angebaggert werde. Also, ja, naja. Außer vor dem Typen wiederum. Ja. Oh, den habe ich einfach nicht getroffen, ernsthaft. Einfach so gar nicht. Damn. Geh weg von der Banane. Ich glaube, das ist mehr so ein Frauending. Hast meine Fressalien gerettet. Hier, ein Lichtedelstein für deinen Stress. Also angebaggert zu werden irgendwie. Hey, ich habe nichts mehr zu vergeben. Aber wenn es dich Spaß macht, kannst du es ja nochmal versuchen, wenn du wirklich willst. Will ich nicht. Nein, geh weg. Ich wurde auch noch nicht sexuell belästigt. Also irgendwas mache ich richtig und gleichzeitig falsch scheinbar. Okay, also von dunklen Edelsteinen, das meinen die aber dann in allen, ne? Weil da steht, ich habe 3 von 3. Sonst bin ich gerade arg verwirrt. Dann hieß es noch Wand im Riss, Riss im Wand. Da hat der Koi gut aufgepasst, ich nicht. Und stelle fest, ist nur eine doofe Truhe. Aber leider wissen wir ja, dass in doofen Truhen... Wow. Dass in doofen Truhen Sachen drin sind. Ja, dann ist ja gut, wenn damit alle gemeint sind, weil sonst hätte mich das jetzt also wirklich arg übelst verwirrt. Schau dich ruhig um. Nein. Truhe bleibt erstmal da, wo sie ist, weil kein Geld. Das ist mir halt nur beim Arzt passiert, als ich für die Bundeswehr da, ne, mal husten durfte. Fand ich jetzt auch nicht sonderlich toll, habe ich aber dann hingenommen, ne, ist klar, aber schön ist das nicht. Aber andere Leute haben das nicht gemacht. Das ist auch gut so. Hippity hoppity, hippity hoppity. Ne, eben drum, das ist dann noch so, ja, würde ich jetzt auch gerne nicht haben, aber kann ich so hinnehmen. So. Da wäre noch was, da wäre noch was. Und in alle komme ich nicht, ne? Das ist wahrscheinlich Nasty Nords Ding oder was? Ja. Achso, hier war das Doppelsprung-Ding, ne? Ja.
nein. Ah, nein. Tut mir leid, Kumpel. Nur Vögel und Kampfpiloten kommen darauf. Und zufällig bin ich beides. Nun, soll ich die Flugaufgabe annehmen? Na klar. Na klar. Ich mochte Bird noch nie. Macht's also nicht besser. Was habe ich jetzt eingestellt? Habe ich jetzt Turbo? Was ist das? Den töten, bitte. Juhu. Fragt sich, wo die letzte blöde Kiste ist, aber gut. Gut gemacht, du hast alles erledigt. Ja, die sozialsten sind wir wahrscheinlich nicht. So allgemein. Ich bin ja auch nicht viel draußen unterwegs unbedingt und rede mit Leuten. Spyro. Nur dieses lächerliche Drachenei habe ich für dich bekommen. Ah, was eine schlechte Belohnung, Bro. Ich kann es doch mal versuchen und bekomme vielleicht was Ordentliches. So etwas wie einen Lichtedelstein. Warum? Erledige alles nochmal, nur schneller. Und ohne, dass du dir merken durftest, wo irgendwas ist, weil wir alles woanders hinpacken. Warum? Ich meine, ich habe den Geier da nicht getroffen. Warum der Geier jetzt schon wieder hin ist. Da. Zwischen die Geierfalten. Ob ich ein Looping fliegen kann? Nicht so wirklich.
Ich war der Meinung, ich hätte da gerade ein Tor gesehen, das ist nicht gut, aber habe mir hineingebildet. Was auch nicht gut ist, weil ich nicht so viel Zeit habe, das darf ich dann direkt nochmal machen. Au. Also im schlimmsten Fall zumindest. Okay. Also ich hatte gesehen, vier Welpen sind's. Wie viel das allerdings im Zusammenhang ist, absolut keine Ahnung. Ich würde behaupten, zu viel, also zumindest zu viele Minispiele. Ich lese da jedenfalls wieder raus, das Spiel gefällt dir auch nicht. Oder zumindest die Minispiele gefallen nicht. Das wiederum könnte ich halt komplett nachvollziehen. Ich meine, ist das vor oder nach Enter the Dragonfly rausgekommen? Im Vergleich dazu ist es nämlich tatsächlich echt richtig gut, ne? Aber war da gerade das, was ich gedacht habe, was da ist? Nein. Man, ich sehe überall Sachen, die nicht da sind. Das ist nicht gut. Einen orkischen Freund. Ist das eine Unterwasserhöhle? Ich hoffe mal nicht, dass das eine Unterwasserhöhle ist. Ah, da. Yay! Ah, noch zwei. Ups. Ich war so entspannt, dass ich es direkt wieder verkackt habe. Gut, dass du es sagst. Blablabla, Rhinox. Also kam es immerhin danach, weil im Vergleich zu Enter the Dragonfly ist das Spiel hier natürlich eine richtig gute Steigerung, ne? Muss man ja mal einfach so sagen. Bin ich jetzt bitte schön da durchgeflogen, ohne das Ding einzusammeln. Von denen noch ein paar Ringe, ein paar Geier, irgendein Tor, was ich wieder ausgelassen habe.
Machbar. Na, geht doch. Ja, du hast alle Aufgaben erledigt. Wuppdi-du. Wuppdi-duppdi. Sieh mal, Spyro, ein Lichtedelstein. Dafür habe ich noch einen Streifen verdient, oder? Ab in die Sammlung damit. Jetzt ist doch mal zum Spaß probieren. Aber ich kann auch jederzeit zurück und zum Spaß trainieren. Ja, Sergeant Bird ist eigentlich ein Pinguin. Oder war es Lieutenant? Na, jedenfalls Bird. Ja, ja, meisterliches Geschick habe ich auf jeden Fall. Spyro, du hast den Eingang zu meinem Geheimlabor gefunden. Ich bin gerade beschäftigt. Daher zeige ich dir den nicht so geheimen Ausgang. Toll, danke. Das, ja. Das war exakt nicht das, was ich machen wollte, aber naja. Also einkaufen wollte ich, aber ich wollte jetzt nicht unbedingt an dem Lichtkristall komplett vorbeiknallen. Naja, naja. Ach, sieh an, mein Lieblingsgeldbeutel. Das ist deine Welt. Ich denke mal, wir reden von Madagaskars Pinguine, die dann auch ihre eigene Sendung hatten, Pinguine. Dass sie deswegen kranke Bastarde sind, Pinguine. Leute. Moment. Da, doch da hinten? Ja, okay, fein. Oh, oder wegen den echten Pinguine. Ja, okay, ja. Das ist auch nicht so gut, das stimmt. Er hat meinen Doppelsprung gefressen. Du hast den Eingang zu meinem Geheimlabor gefunden. Ich bin schon wieder. Daher zeige ich dir den nicht so geheimen Ausgang. Was nicht irgendwo? Das Ballding-Teil?
bin falsch abgebogen. Ich glaube, ich bin falsch abgebogen. Erstmal ein paar Tiere madig machen hier, ne? Mir gefällt ja, dass Delfine absichtlich high werden. Das reicht mir eigentlich. Hier das Beidingteil? Ah ja, das Beidingteil. Baldingens kann jetzt losrollen. Hast du gehört? Das sollte ein Witz sein. Gut, Spyro. Tritt einfach auf das Feld und aktiviere es, damit das Baldingens materialisiert. Okay. Ist das auch ein Minispiel? Oh mein Gott, ist das auch ein Minispiel? Du im Baldingens bleiben werden? Ja, will ich. Also eigentlich ist die Antwort nein, will ich nicht, aber ich gehe mal davon aus, dass es hier was zu holen gibt. Ja genau, mit dem Kugelfischgift. Hier nichts. Was hat der Scanner-Reichweite? Ist das nur für Edelsteine? Quasi als Belohnung, ey, du hast 10 Dingens, jetzt hast du einen Ball Dingens. Oh mein Gott. Okay. Sind jetzt wieder im fiesen Sumpf gelandet? Ne, tatsächlich woanders. Guck an. Okay. Cool. Also wir sind jetzt 1,5 Stunden am Stream und ich weiß echt nicht, was ich von dem Spiel halten soll.
es werde Licht. Dann halt da lang. Das waren böse Ziegen, ja. Und theoretisch ein böser Schäfer, aber... naja. Wow, Meisterschütze. Also wenn wir ungefähr 40 von den Dingern brauchen, sind wir ja wenigstens gut dabei, ne? Obwohl wir ja auch natürlich noch haufenweise kaputte Dunkle brauchen. Weitergehen? Oh, da geht's weiter. Tatsache. Also Karte macht sich wenigstens schon mal bezahlt, da stimme ich zu. Allgemein, heutzutage, wenn ich in irgendeinem Spiel keine Minimap mehr habe. Je nach Spiel, wo bemerkt und Spielgröße, bin ich dann tatsächlich doch irgendwie gefrustet. Oder zumindest die Möglichkeit habe, eine Minimap aufzurufen. Die muss ja nicht eingeblendet sein. Obwohl ich das damals bei Final Fantasy X und dem Herr der Ringe-Spiel gar nicht mal schlecht fand. Dark Souls würde profitieren, ja. Nein, nein. Stimmt, kein in der Luft rennen. Nein, nein. Naja, die meisten seiner Spiele haben ja eine, ne? Ys hat wenigstens eine Karte. Fire Emblem braucht keine Karte. Zumindest hättest du die Möglichkeit, dich anhand der Karten nicht zu verlaufen. Aber so ganz ohne Karten, auch hier wieder, ne? Jetzt kann ich da und da abbiegen, ist so, ja, schwierig, schwierig. Das ist allerdings richtig. Das hat es in der Tat nicht besser gemacht.
Also ich setze mal nur so nebenbei als Ziel für den Stream, mindestens den ersten Boss zu sehen. Vorher werde ich das hier nicht beenden. Nicht wahr, das denke ich auch. Wir müssen ja eigentlich nur 10 von diesen tollen Kristallen da kaputt machen. Ich denke, das ist gut möglich. Muss ich die Geier töten? Die Geier töte, wäre Liam entsetzt. Birdie und so, ja. Wo ist Liam übrigens wieder, ne? Wahrscheinlich wie immer in Final Fantasy. Naja, es wäre vom Vorteil, die Vögel zu töten, aber... Ne. Mein Fehler. Also ich frag nur, weil, ne, gestern hieß es halt, Spyro liebe ich, voll cool, und heute ist es, ja, Final Fantasy 14 ist mal wieder besser und wichtiger. Und ja, ich habe immer noch einen Hass gegenüber Final Fantasy 14, den werde ich wahrscheinlich auch mein Lebtag nicht mehr los, also insofern, ey. So tut mir doch verzeihen, meinen Hybris, aber ich hasse dieses Spiel. Die Sache ist halt immer noch... Eigentlich würde ich halt sagen, Story und so... Zumindest in Ordnung, aber... Die Sache ist einfach, dieses Zwischenmenschliche macht für mich eine Menge kaputt. Oder hat eine Menge kaputt gemacht, sollte ich eher sagen. Seid ihr irgendwie wichtig? Seid ihr magische Seepferdchen? Nein? Cool. Hätte ja sein können. Im Decathlon verlaufen. Ah, diese dämliche, blöde, weiße Stadt oder wie die hieß, ne? Oh mein Gott, habe ich mich da verlaufen. War das ein Rotz? Was steht hier, wäre ein Gang. Aha. Wow. Okay. Ah ja, stimmt, das habe ich auch noch mitgekriegt, dass die Trial-Version das irgendwie nicht eingebaut hat, warum auch immer. Die müsste das ja eigentlich schmackhaft machen. Es ist halt... Es bleibt dabei, wenn... wirklich drin bist, ist die Story hintenrum meiner Meinung nach recht interessant. Ich würde nicht sagen, das Beste schlechthin. Aber, ne, es ist halt nur, wie gesagt, das entwickelt sich immer zu einer Sucht. Worauf sie natürlich abziehen, weil sie finanzieren sich ja dadurch, ist klar, verstehe ich, keine Sorge.
Na, aber ich habe daran Zero verloren, so ein bisschen. Ich habe Maha daran verloren, ich habe meine Ex-Freundin dran verloren. Wir haben Liam daran verloren. Deswegen mache ich das, weil ich gerne in dunkle Löcher krabble. Ja. Fein. Wenn du das Ende des Tunnels lebend erreichst. Oh, wow. Das ist das eine, was ich ganz gut habe, ein verdammt gutes Orientierungsempfinden. Also, das passiert mir nicht. Wobei, zugegeben, in Parkhäusern habe ich noch nicht selber geparkt, aber... Wenn ich mit jemandem in einem Parkhaus unterwegs war, konnte ich ihm schon sagen, wo sein Auto steht. Immerhin. Falls es übrigens jemanden interessiert, ich finde das Minispiel furchtbar. Falls jemand fragen will. Gut gemacht, jetzt gibt es eine Belohnung. Hoffentlich. Und er so, da ist noch ein Lichtkristall drin. Soll ich versuchen, einen Lichtedelstein zu finden? Fick dich, Sparks! Mach's doch beim ersten Mal mit! Gott! Jetzt einfach nochmal mit 90% mehr Gegnern im Weg. Cool. Oh mein Gott. Thank you.
Ich hasse es. Ist das Ziel. Lass mich hier raus. Sieh, da, ein Lichtedelstein. Du solltest allmählich besser von dir denken. Garantiert nicht. Ach, okay, Sparks, du bist der Beste, weil du fängst jetzt auch so an von wegen, muss das jetzt ehrlich nochmal sein? Das finde ich gut. Der weiß wenigstens, was Sache ist. Ich habe nicht alle in den Trade-Spielen gehasst, aber manche. Aber ich hasse halt grundsätzlich nicht alle Minispiele, nur hier ist es gerade so. Also allein die Tatsache, dass ich alles immer zweimal machen muss, macht das halt schon nicht sehr nett für den Spieler als solches. Okay, weg du Geier. Yay, 15 Stück. Woo. Nein, der ist immer noch scheiße. Das ist genauso kacke. Das ist dann halt, find den Weg, hoff, dass du da ein, zwei Würfel kriegst und dann renn wieder blöd rum. Das Snowboarden mochte ich sogar. Glaube ich. Ist lange her, aber ich meine, ich mochte es. Ist hier überhaupt irgendwas Interessantes? Keine Ahnung. Alles halt eine Gewöhnungssache, ne? Ja. Ist halt so wie hier. Ich musste mich auch an den Spyro hier gewöhnen, habe ich jetzt, also läuft das. Außer in den Momenten, wo ich einfach wie ein Depp von der Klippe laufe oder so, dann läuft es halt nicht. Aber klappt. Klingt aber eher so, als wäre irgendwas mit deinem Spiel kaputt gewesen. Oder Controller in dem Fall. Wenn du nämlich gar nichts machen konntest, das ist ja auch nicht richtig. Du musst mal wieder mit dem richtigen alten Mann reden gehen. Ey. Er ist bestimmt hier unten, oder was? Falls es hier einen alten Mann gibt dafür. Hey, Spyro,
Schön, dich wiederzusehen. Siehst du diese Höhle hinter mir? Wie es aussieht, passt du da nicht durch. Sicher wärst du gern wie ich. Oh, no. Okay. Oh, es ist nicht direkt ein Minispiel, es ist nur... Ah, okay, okay. Ich bin gerade minimal weniger entsetzt. Minimal. Ups. Ab. Jäger kann nicht gleiten, also ist er auch nicht besser als Spyro. Zumindest da drin nicht. Na, ich weiß ja nicht. Jetzt würde ich sie doch ganz gerne mal beide nebeneinander stehen sehen. Aber was auf jeden Fall stimmt, ist, dass er jetzt nicht mega furchtbar ist. Ich habe halt wirklich schon das nächste Minispiel gerochen. Aber das ist okay. So, da könnte ich auch klettern. Will ich das für irgendwas? Ist da was? Rückwärts. Ja, der Jäger ist momentan wegen dem Spielstil tatsächlich noch erträglich im Gegensatz zu den anderen. Ah, doch, der Maulwurf folgt dem Minispielprinzip. Den kann ich nur als Minispiel sehen. Der geht in sein eigenes Level rein, der sagt dann,
Willst du nochmal das Minispiel? Jäger macht einfach und in einem Rutsch hat er alles eingesammelt. Das ist viel besser. Ne? Das ist der eine Unterschied, aber der wichtige Unterschied daran. Ja? Statue? Jäger, bist du fertig mit dem Großartigsein? Ja. Pff, 70 Lichtedelsteine sammeln. So, wir müssen aber noch da oben das Dingen kaputt machen. Danach können wir hier rein theoretisch raus. Wieder ins Hub. Und das ist, glaube ich, ein Kristall, den wir noch machen müssen. Und dann wäre Bosszeit. Glaube ich. Ja, wenn man bedenkt, dass Jäger da so einer war, den ich überhaupt nicht hätte ausstehen können. Ist er hier schon ein guter Charakter? Okay, die Plattform kommt bis hier hin. Alles klar. So sieht die Welt aus, wenn man ein Drache ist. Wunderbar. Mucke ist weg. Na ja, gut, das bin ich ja gewöhnt, ne? Mit solchen Plattformen, das kenne ich ja nicht anders mehr. Hey, Spyro sieht ein bisschen genervt davon aus, aber gut. Damit haben wir eine volle Runde gemacht, ne? Ein bisschen fehlt, aber das ignorieren wir jetzt einfach mal. Weil mir ja unter anderem der Wandsprung fehlt. Und bis ich 70 Kristalle habe, ja, richtig. Dingens. Ich vermisse gerade so ein bisschen die früheren einfachen Portale. Einfach rein und gut. Ja, ja, Ticket, Schminket. Brauchen wir nicht. Meinte, nein, ich will hier nicht mehr drin sein. Mach weg. Das wäre viel witziger, wenn er damit gedreht werden würde. Finde ich. So, da muss
Moment, das, was die markieren, ist das Ballgerät, ne? Nee, ist es nicht. Das hier? Achso, den Laden, ne? Ah, ja, okay. Alles klar, alles klar. Ach, sieh an, mein Lieblingsgeldbeutel. Darf's noch mehr sein? Ach so, das muss ich kaufen und dann teleportiert mich das. Okay, okay, verstehe. Warum sollte man das kaufen? Das sehe ich ja noch ein, die Schockwelle, aber das andere? Achso, das ist... Ah, das ist das, okay. Irgendwo hier ist noch ein Kristall, den ich jetzt noch nie gesehen habe, was ich faszinierend finde. Ach so, das belebt mich wieder. Das macht dann zumindest mehr Sinn, warum man es kaufen würde. Irgendwo hier den blöden Kristall ausgelassen haben, wie auch immer ich das hingekriegt habe bisher. Naja, lass mich ruhig suchen, das ist das Teil des Abenteuers und so. Also selbst wenn du es wüsstest, irgendwann finde ich den schon. Irgendwann finde ich den schon. Oder auch nicht. Einfach jetzt 3 Stunden hier im Kreis rumlaufen, hat doch was. Ich fürchte, das kriegt Spyro nicht hin. Er kann ja nicht mal eine Kinderkrippe anzünden. Also maximal versucht Addo das, sonst wären manche Spiele sehr schnell beendet. Vor allen Dingen das mit dem Wald. Oh ja, stimmt, da oben war noch was. Ja, 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 ja. Das stimmt allerdings auch. Es wird wohl stimmen, dass die Dracheneier das relativ warm eigentlich brauchen. Kann man da hochkommen? Bestimmt, ne? Da ist immerhin so eine Lichtscherbe drin.
Wenn doch hier nur ein fliegender blöder Pinguin in der Nähe wäre, mit dem man da hochkäme, ne? Aber so geht's auch. Wäre ja nicht doof, Koi, aber... ich meine ja nur, ne? Der steht da. Der könnte uns helfen. Der weiß, dass wir die Dinger suchen. Also, ne. Bei reiflicher Überlegung komme ich zu dem Schluss, dass nö. Spyro, du hast den Eingang zu meinem Geheimlabor gefunden. Ich bin gerade. Ja, dreimal hintereinander, merkwürdig, ne? Man könnte auch meinen, er würde einfach mal die blöde Tür offen lassen, aber nein. Müsste das Ding jetzt nicht aufgehen? Schankerön. Oh, jetzt ist es zu spät, aber hätte ich das früher gesehen, hätte ich versucht, ihn mal abzufucken, aber der wird ja wiederkommen, nehme ich an. Aber nächstes Mal zünden wir ihn an. Oh, hi, Babe. Oder... Nee, Moment. Wer bist du? Ich dachte schon, ich wäre für immer hier gefangen. Hier geht es zu Gnastis Höhle. Los jetzt, versohl ihm seinen gnastigen Hintern. Warum ist dann Color Swap von Spyro? What the f... What? Gnastis Höhle. Einfach hinnehmen, okay. Sehr sassy mit sehr geburtsreifen Hüften oder so ähnlich, dieser Spyro hier. Meine Güte. Dich länger nicht im Kampf besiegt. Eigentlich habe ich ja dich besiegt. Hast du wirklich? Daran kann ich mich gar nicht erinnern. Mann, das muss wirklich lange her sein. Bringen wir es nun hinter uns, oder was? Yeah. Ich konnte seine Boxershorts sehen. Ach, das heißt, ich kriege Spyro Skins als Belohnung. Okay. Ist nicht unbedingt schlecht als Belohnung. Aber auch nicht super gut. Dummkopf! Du hast mich geschlagen. Mann, ich muss mich konzentrieren. Okay. Hexe erstmal am Google nach Gnastignog Rule 34.
Naja, ein spannender Kampf, doch ja. Wo diese Steine tatsächlich zurückkicken kann oder so, ob es das ist, was die von mir wollen. Ist ein Ork, ne? Gute Frage. Ich glaube, das läuft unter andere Rasse einfach nur. Ich glaube ich, oder? Du hast mich schon wieder geschlagen. Na los, wie wär's damit? Sagt er jedes Mal so, als hätte ich gewonnen. Als wäre ich fertig. Jo, wow. Ah, so ein Elektro-Dingsies. Das heißt, ich lerne hier nach den Elektro-Atem, wa? Juhu, Elektro-Atem. Au. Also kommt gar kein Energieblitz mehr, ne? Jetzt kommt einfach nur irgendwie so ein... Wow. Au, oh, und ich muss die Phase nicht mal wiederholen, okay. Das macht das Ganze weitaus weniger... schlimmer, als ich gerade angenommen habe. Ich dachte, ich müsste jetzt alle drei Phasen nochmal machen. Soll ich da wirklich einfach nur immer rüberspringen? Das ist das, was das Spiel will. Okay. Muss man ja auch erstmal wissen. Ich meine, ich hätte zur Not die also den ganzen Kampf auch nochmal gemacht. So schlimm ist das nicht. Wäre nur wie immer so ein bisschen eher auf der langweiligen Seite gewesen, ne? Jetzt bleiben die Dinger auf dem Boden. Eigentlich gilt meine Reise ja. Daher werde ich dir als Belohnung einen Teil meiner elektrischen Energie vermachen. Von jetzt an verfügst du über die Fähigkeit des Elektroatems. Mann, ist dieser Atem noch stärker als mein Feueratem? Ja, aber es dauert länger, Feinde zu besiegen. Mit ihm kannst du Schalter aktivieren und Maschinen mit Energie versorgen. Ausgenommen nicht elektrische Schalter und oder Maschinen, die Lichtedelsteine benötigen. Batterien nicht im Lieferumfang. Diese Fee hat gekokst. Diese Fee hat sowas von gekokst. Ja, den Teil fand ich auch super. Ist das stärker? Ja, aber nein. Eigentlich nein. Schlechte Idee.
keine Geduld. Na, fein. Alles, was man hört. Pure Spannung. Jäger hätte den Sprung auch nicht geschafft. Naja. Feuer mal 2, Blitz mal 0. Okay. Dieses Reich von Gnastignor befreit. Und gleich danach hat dieser Teleporter wieder funktioniert. Ein Teleporter, ja? Ich glaube, Geldsack hat schon einen. Ja, das stimmt. Aber er hat einen örtlichen Teleporter. Meiner bringt dich in ein völlig anderes Reich. Das sind komplett unterschiedliche Technologien. Geldsacks Teleporter ist kleiner. Geldsacks Teleporter ist kleiner. Wollte der Professor gerade einen auf Meckern machen? So von wegen, Geldsacks Teleporter ist kleiner und der Voice Actor hat das nicht hingekriegt? Sehr merkwürdig. Aber gut, ein reicht 2 Stunden. Was? Bist du von dieser kleinen Niete Spyro? Er ist doch nur ein Drachenfelpe. Dein Meister war ein wertloser Haufen Drachendung. Und ihr hirnlosen Schwachköpfe, kriegt lieber was auf die Reihe, sonst grabt ihr bis an euer Lebensende in den Minen nach dunklen Edelsteinen. Und ihr... Ihr bringt mir zum ersten und letzten Mal schlechte Nachrichten. Der Stream ist gleich durch, Hexe. Insofern. Schätze, er ist unterwegs in dieses Reich. Falls er hier ankommt, wartet. Überraschung auf ihn. Ursula. Oder ein Pottwal, aber das wäre gemein, ne? Das darf man nicht sagen.